Ich habe mich heute mal wieder vor laufender Kamera geschminkt, ein bisschen was erzählt. Nehmt euch einen Tee, macht euch's bequem und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Nehmt euch Zeit, schöne Tasse Tee. Ich habe hier auch eine. Ich wollte euch eigentlich ein Produkt vorstellen, habe jetzt aber festgestellt, DM hat es aus dem Sortiment genommen, dann kann ich es auch nicht mehr vorstellen, eigentlich in dem Sinne. Ich habe es aber noch nicht benutzt. Ich muss es wahrscheinlich gerade dann gekauft haben, als es aus dem Sortiment verschwunden ist. Schade. Alverde, schade. Alverde, wirklich schade. Aber gut, vielleicht taugt es ja nichts. Ich habe es noch nie ausprobiert. Lasst uns heute ein bisschen quatschen. Und ihr seht schon, ich habe Creme auf dem Gesicht. Ich habe Sonnencreme auf dem Gesicht, weil ich Säuren im Gesicht anwende. Dazu gibt es Videos. Ist aber gut für die Geschichte hier, weil du brauchst eine Grundlage und das ist ein Puder. Ich möchte hier kein Plastik mehr in meiner Kosmetik haben. Bedeutet, auf lange oder kurz werde ich halt eben auf so Mineralprodukte zurückgreifen. Das Mineral-Make-up von Alverde, was es immer noch gibt, das ist ein Krampf. Also, ich hatte das ja noch einmal drauf so und hatte dann halt wirklich so richtige trockene Stellen auf dem Gesicht. Das ist parfümiert wie die Sau wieder. Boah. Ja. Wenn du inzwischen bei Kosmetik einfach darauf achtest, oder nicht mehr so viel Duftstoffe zu haben, dann fällt dir das schon echt krass auf. Was schon mal gut ist, wer weiß, vielleicht kommt es ins Sortiment zurück. Es kommt nicht so unwahrscheinlich viel Produkt aus diesem Teil hier raus. Sowas trägt man mit so einem Pinsel hier auf. Ich habe von denen mehrere gehabt. Das ist der einzige, der noch übrig geblieben ist. Und Gott sei Dank hatte ich den immer in so einem Behälter drin. Das war auch mal so ein LE-Produkt. Der Rest ist leider kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Das ist also extra so ein Pinsel für Mineral-Make-up. Oh, ich bin gespannt. Oh, gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel. Okay. Also im Laden bin ich dann wieder gestanden und habe halt hier das Ganze ausgetestet. Nie Handrücken verwenden. Ich bin mir sicher, du weißt es. Weil der Handrücken einfach eine andere Farbe hat. Das sieht man auch schon. Wie schnell macht man sich einen Swatch auf den Handrücken? Und das ist halt gerade beim Make-up nicht richtig. Also es deckt jetzt natürlich nicht so richtig heftig. Das war mir irgendwie schon klar. Und vielleicht kommt fast ein bisschen zu wenig raus. Ich glaube, ich probiere auch mal dieses Teilchen hier, was mit dabei war. Vielleicht funktioniert das besser. Funktioniert auch nicht anders. Also weiter mit dem Pinsel. Das Auftragen ist dementsprechend nicht so geil. Also entweder kommt einfach zu wenig aus dem Siebchen da raus. Oder ich weiß auch nicht. Ah, jetzt haben wir richtig viel drin. So wollte ich das natürlich nicht. Jetzt ist richtig viel rausgekommen. Naja, aber es dürfte kein Problem mehr sein. Also beim Auftragen von so Mineral-Make-up ist es halt wichtig, dass du eine Grundlage drauf hast. Also dass du eingecremt bist. Das war ich jetzt ja auch.
dass das irgendwo haften kann. Da ist jetzt genug drauf. Okay, das staubt wie bekloppt. Bei dem habe ich jetzt eben nur noch den transparenten gesehen und nicht mehr die farbigen. Warum auch immer, vielleicht kommen sie zurück, man weiß es nicht. Aber ich finde das Ergebnis jetzt gar nicht mal so übel. Also super deckend will ich die Geschichte ja echt auch nicht haben. Und wenn du mal dein Make-up von Namen betrachtest und dich mit den Inhaltsstoffen beschäftigst, da ist 99% immer Mikroplastik drin. Oh, meine Hose sieht jetzt dementsprechend aus. Kann man nichts ändern. Also das ist schon ziemlich fein gemahlen. Es soll ja auch eben für die Geschichte da sein, also soll nicht nur ein Puder sein. Also ich finde das Hautgefühl ganz cool aus. Da hast du halt jetzt wirklich keine störenden Mikroplastik oder kein störendes Mikroplastik, denn da ist immer noch genug Blödsinn drin. Also es gibt da auf jeden Fall bessere Produkte, die halt dann auch ein bisschen mehr kosten, aber ist okay. Also wenn die das im Standardsortiment lassen würden und dann natürlich in einem Ausmaße, ich glaube es waren nur 3 Farben und ein transparenter, das wäre dann echt nicht schlecht. Das wäre dann wirklich nicht schlecht. Weil 3 Farben, da deckst du einfach nicht jeden ab. Das ist halt normal Fakt. Okay, dann gehen wir her. An dem habe ich jetzt erstmal nochmal gerochen. Ich habe gerade meinen Konturpuder weggeschmissen, weil der einfach mega gestunken hat. Mega, mega gestunken hat. Und entweder mache ich das echt zukünftig mit einem Lidschatten oder gar nicht mehr. Also so mega konturmäßig. Ich schmink mich eh nicht so viel. Aber ein neuer Bronzer wäre mal echt nicht schlecht. Der hat jetzt echt schon ein Alter, wo man sich zweimal überlegt, ob man das im Gesicht haben möchte. Muss man an der Stelle schon sagen. Ich war gestern mit meinem Auto beim TÜV. Wenn du dieses Video siehst, ist wahrscheinlich schon alles vorbei. Aber jetzt habe ich gerade einen mega Bammel. Also, was klar war, dass mein Auto durch den TÜV liegt, ist logisch. Das hat es schon von Anfang an gemacht. Ist halt so. Ich glaube, ich bin noch nie so durch den TÜV durchgekommen, oder ich kann mich nicht dran erinnern. Kann natürlich auch sein. Aber TÜV und ich, das war schon immer teuer. Und bis jetzt hat es halt immer ein Bekannter von mir gemacht. Und das hat sich echt sehr... Also es war eine tolle Sache, dass der das gemacht hat, weil es hat vielleicht meistens so 200, 300 Euro weniger gemacht. Habe ich gestern schon 150 bezahlt, weil ich die Reifen drauf machen habe lassen, also die Sommerreifen. Das war der kleinste Posten und dann hat der Posten TÜV. Und so viel mehr. Ich habe echt Schiss vor nächste Woche, ohne Scheiß. Also ich habe schon genug Geld, aber was mich halt noch mehr aufregt, ist halt, dass ich jetzt eine Woche warten muss, eine Woche nochmal den Sparfuchs raushängen muss. Ich weiß, dass ich das schaffe. Das ist kein Problem. Aber ich habe halt echt gedacht, so, ich hätte das jetzt heute hinter mir falsch gedacht. Ich bin morgens schon zum TÜV gekommen und da waren so viele Autos. Und als er da sagte, so, ja,
glaube nicht, dass wir noch zum Ölwechsel kommen. Da wusste ich schon. Da muss ich ein zweites Mal kommen. Und also muss ich halt nächsten Montag um 8 mein Auto wieder abgeben. Die haben den so geärgert. Ich wusste ja, dass ihr das im Auspuff habt. Jetzt klingt er eh wie ein Panzer. Jetzt kann ich eh nicht damit rumfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Weil dieser Dämpfer hinten sehr undicht ist und das Rohr vorne leicht undicht ist. Und wenn es dumm läuft, brauche ich einen neuen Auspuff. Komplett mit Dämpfer. Also mit Wanne. Leute, echt. Echt, ohne Witz. Habe ich mir jetzt da genug drauf gemacht? Fühlt sich so nach. Ja, also macht keinen schlechten Eindruck, würde ich sagen. Also, aber durch das, dass ich jetzt so viel rausgeschüttet habe, dreckelt das halt total. Meine Hose sieht aus, also ist schon eingezogen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt den Concealer. Und so Concealer gibt es natürlich auch in Mineralversion, aber der von Alverde, der ist gar nicht schlecht. Der hat auch kein Mikroplastik. Und ich möchte euch da einfach nochmal so ein bisschen diesbezüglich sensibel machen, dass in eurem Make-up, geschweige denn in der Sonnencreme, einfach Mikroplastik steckt. Und nicht denken, ach, das bin doch nur ich. Und das ist doch nur, das, also, das ist doch nicht viel, was ich da verwende. Wenn man das nämlich alles hochrechnet, selbstverständlich ist es bei Kleidung so, dass die den meisten Schaden anrichtet. Sprich, bei deiner Kleidung geht halt jedes Mal auch was weg und landet im Wasser. Aber ist es nicht besser, wenn wir der Industrie da draußen zeigen, wir wollen das nicht? Wir wollen kein Mikroplastik in unserem Make-up haben? Wir machen nämlich die Kaufentscheidungen. Je länger du eben der Industrie da draußen zeigst, mir ist es egal, was für Inhaltsstoffe in meinem Make-up steckt, desto weniger wird sich was ändern. Also ich habe mich auch erst im letzten Jahr dann angefangen, mit der Thematik auseinanderzusetzen. Habe ich da so einen ganz komischen Fleck? Das ist seltsam. Ich habe mich auch erst im letzten Jahr damit auseinandergesetzt. Und es ist keine Schande, das eben nicht gewusst zu haben. Ich habe immer auch ganz naiv gedacht, ach ja, die Plastikkörnchen in der Zahnpasta und im Peeling. Aber das ist noch viel weitreichender. Flüssigplastik. Ich habe dazu ein Video gemacht zum Thema. Da spreche ich ein bisschen ausführlicher. Kannst du dir gerne mal angucken. Und es ist halt vielen immer nicht so bewusst, welche Entscheidungen wir hier einfach haben, wenn der Endverbraucher, also der Pinsel, der hart leider, wenn der Endverbraucher ganz deutlich zeigt, wir möchten kein Plastik im Make-up haben, dann wird sich da auch was ändern. Aber solange diese Scheiß-Egal-Stimmung herrscht, oder sagen wir, diese Unwissenheit herrscht, ich habe es ja auch nicht gewusst, wird sich halt gar nichts ändern. Jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht, noch mal kurz drüber zu gehen, weil es sonst. Da ist sicher noch ein bisschen Rest drauf. Nehme noch ein bisschen aus dem Deckel. Aber ich glaube, ich mag's. Aber lose Puder, das war doch schon immer so, dass das eine Tricklerei gemacht hat. Also das ist ja nichts Neues in dem Sinn. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt fangen wir mal an. Ich mache eh meistens immer das Gleiche, also von dem her
erstmal meine Augenbrauen auffüllen, weil ich halt einfach immer grauer werde in den Augenbrauen. Natürlich auch auf dem Kopf, das ist schon klar. Aber meine Augenbrauen sind schon der Mega-Hammer. Ich habe besonders da so viele weiße Haare jetzt in der Augenbraue drin. Also ich hoffe, das mit meinem Auto wird nicht allzu schlimm. Andererseits muss man halt auch einfach sagen, durch die ganze Corona-Geschichte kommt man eh nicht dazu, Geld auszugeben. Jetzt habe ich gerade gelesen, Oktoberfest fällt auch weg. Ich meine nicht, dass ich irgendwie ein Oktoberfest-Gänger gewesen wäre. Das nun auch nicht. Ich war einmal in meinem Leben auf dem Oktoberfest, das war so übel. So besoffene Leute gesehen. Ich habe noch nie so hackedichte Leute gesehen, wirklich. Kann man an der Stelle schon sagen. Guckt noch grau aus, nicht mehr so. Ich muss echt mal in DM gucken, ob es das Mineral-Make-up tatsächlich nicht mehr gibt. Ich habe es bei DM auf der Homepage nicht mehr gefunden. Das ist echt schade. Naja. Mache ich jetzt das hier oder den hier? Ich glaube, ich nehme den hier. Ich dachte nämlich erst so, ich könnte den hier als Konturfarbe verwenden, weil er nicht wirklich rötlich ist. Vielleicht so für die Zukunft mal gucken. Ich glaube, ich setze aber erst den Helm aufs ganze Lid. So. Bei meinen tief liegenden Augen ist es halt schon wichtig, dass ich mich nicht zu dunkel schminke. Und ich weiß, das hat mich früher immer so geärgert. Auch jetzt, wenn ich noch Hatice Schmidt angucke, so ziemlich die einzigste. Und Monika Blander gucke ich auch noch. Wenn ich die angucke und die irgendwie immer so super coole Smoky Eyes machen und so. Das geht halt alles bei mir nicht, weil der Knochen hier im Weg ist. Jetzt habe ich hier noch so einen rötlichen Ton. Der ist nicht ganz rot, aber der ist ein bisschen rötlicher. Vielleicht setze ich den jetzt auch noch mit rein. Hätte ich zuerst machen sollen. Ich glaube, jetzt setze ich nochmal diesen Helm vom Anfang. Setze ich einfach nochmal. Nee, Moment, ey. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Ich nehme nämlich meinen Highlighter. Den hatte ich doch auch hier hingelegt. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Nur den Creme-Highlighter. Dann nehmen wir halt den Creme-Highlighter. Der von Lavera, der ist echt schön dezent. So. Kann man machen. Riecht auch noch nicht. Also ich gehe immer bei meiner Kosmetik. Wenn die anfängt zum Stinken, dann weg. Kann ich euch einfach auch nur raten. Wenn Produkte anfangen mit Stinken, macht die bloß weg. Ohne Witz.
Also ich habe leider jetzt schon festgestellt, dass das Mineral-Make-up nicht ganz meine Farbe ist. Weil gerade an so Stellen wie hier bin ich halt schon orange. Also schon megamäßig orange. Und da bin ich nicht mit dem Bronzer drüber gegangen, weil was soll ich da mit dem Bronzer drüber gehen? Also das hier ist halt schon orange. Das ist natürlich eher schade an der Stelle. Also heißt, das ist halt nicht die richtige Farbe. Und deswegen war das wahrscheinlich für den Kunden auch so uninteressant. Ja, aber was soll man machen? Jetzt nehme ich einen braunen Kajal. Und jetzt hoffentlich wird der Eyeliner was. Was bei mir lustigerweise gar nicht geht, sind so Stifte. Muss irgendwas in meiner Haut haben, dass dieser Stift nicht funktioniert oder nur so ein bisschen funktioniert. Geht schon nicht mehr. Das war's. Oh Mann. Deswegen nehme ich den manchmal so ein bisschen zum Vorzeichnen. Also, auch nur, weil ich ihn habe. So. Kann man machen. Kann man machen. So. Also im Allgemeinen ist dieses Mineral-Make-up auf meiner Haut jetzt abgedunkelt. Wenn man das so anguckt. Eieiei. Schon Hammer. Warum? Ja, brutal hier. Das ist schon richtig heftig. Dieses Gelbliche. Also es gibt eins von Lili Lolo, dann werde ich mir das wahrscheinlich doch noch besorgen. Ja, schade. Schade, schade. Schokolade. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Einschalten. Freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn wir uns in den Kommentaren wieder treffen. Danke fürs Einschalten und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!